Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 mit mir, meiner Wenigkeit Paxis. Und wir haben noch 6 Spiele vor uns und, oh Gott, mir geht's richtig scheiße. Also, es ist jetzt immer noch der Sonntag, an dem ich das alles aufgezeichnet habe. Die letzten Spiele, für die es alle, die Aufnahmen gesehen haben, die wissen's. Und es war alles okay. Ich bin zu meinen Eltern essen gegangen und anscheinend, dann habe ich nochmal 2 Spiele gemacht oder so. Dann habe ich Pause gemacht, in Deutschland gegen Aserbaidschan angeguckt und anscheinend war irgendwas, was ich bei meinen Eltern gegessen habe oder so, ist mir anscheinend überhaupt nicht bekommen. Auf jeden Fall habe ich richtig krasses Bauchkrummeln, Bauchschmerzen, so Stechen, so, ah, das ist richtig eklig. Und ist jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, oh mein Gott, ich muss ins Krankenhaus oder so ein Scheiß. Das ist einfach nur, keine Ahnung, es sind auch keine richtigen Magenschmerzen oder so, ist halt mehr Bauch. Ich kenne das aber, ich hatte das schon mal und von daher kann ich das einschätzen. Ich habe mir jetzt auch einen schönen Magentee gemacht und hoffe, dass der hilft. Aber es ist halt so unangenehm. Oh, eigentlich müsste ich mich jetzt hinlegen, mir was Warmes auf den Bauch legen und mich entspannen, aber ich will unbedingt die 6 Spiele noch machen. Das ist das Problem. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, ich habe mir jetzt ein warmes Kirschkernkissen auf den Bauch gelegt und hoffe, also jetzt beim Zocken und hoffe, dass das irgendwie hilft. Aber es ist super anstrengend. Ich bin mit Sicherheit total abgelenkt, weil ich merke das jetzt schon. Wie gesagt, ich habe auch keine Lust zu spielen eigentlich. Aber ich will die 6 Spiele jetzt einfach noch irgendwie machen. Wenn ich alle verliere, okay, dann habe ich alle verloren, scheiß drauf. Aber vielleicht schaffe ich doch noch 2 Spiele irgendwie zu gewinnen, das wäre cool. Oh, es ist so ärgerlich. Ich verstehe auch nicht, was die Scheiße jetzt soll, aber kann man nichts machen. Und ja, ich denke aber, das wird dazu führen, dass ich wirklich richtig, richtig wenig kommentieren werde. Vielleicht sogar gar nichts, außer vielleicht mal bei einem Tor oder so, ich weiß es nicht. Muss ich gucken, wie ich mich fühle. Vielleicht lenkt es mich auch cool ab. Vielleicht ist es auch so, dass es genau das Richtige jetzt ist, um mich abzulenken. Mal schauen. Ich merke auf jeden Fall gerade, dass mir ultra warm wird, weil ich ja dieses Kirschkernkissen warm drauf liegen habe und T-Shirt und Pullover dran habe. Ich ziehe meinen Pullover aus. Ja, also vielleicht lenkt mich auch cool ab. Das Zocken und nebenbei ein bisschen reden. Aber ich spekuliere eigentlich eher darauf, dass ich in die Richtung, okay, das Team ist human, dass es in die Richtung geht, dass ich sehr wenig bis nichts kommentieren werde, weil ich mich echt nur schwer konzentrieren kann gerade. Und wenn ich jetzt irgendwelche dummen Fehler mache oder nicht gut spiele, dann wisst ihr, woran es liegt. Ich werde natürlich trotzdem versuchen, also das, was jetzt leisten kann, als Maximum das auch abzurufen irgendwie. Also mehr kann ich nicht machen. Ich lasse mich auf jeden Fall nicht hängen. Aber ich weiß, dass ich jetzt so keine 100% geben kann. Nur die 100%, die mir jetzt gerade möglich sind. Aber das sind halt nicht die 100%, die normalerweise drin sind. Ich hoffe, es war der Gegner. Ja. Sollte eine Schusstäuschung werden. Oh, das war eindeutig Ball gespielt. Oh, da gibt's sogar Geld dafür. Das war sowas. Bitte zeigt eine Wiederholung. Schade. Alter, so schlecht, und es klappt. Schade.
kam gar nicht schlecht. Oh, was für ein Tor. Sehr geil. Arangis, der da überhaupt nicht hätte gelb vorbelastet sein dürfen, weil es vorbeigespielt und kein Foul. Sehr schönes Tor. Dann nimmt er hier quasi Volley. Sah erst relativ unplatziert aus, aber war auch gar nicht so unplatziert. Gehen wir mal auf defensiv. Der spielt bisher ziemlich schlecht. Karte nachträglich, sehr schön. So, die erste Flanke kam gar nicht schlecht. Schade. Scheiße. Schlecht gedribbelt, wenn ich ihn da habe, wenn ich ihn da hätte aussteigen lassen können, hätte man schön auf drei Rädern spielen können in den Lauf. Das Abwehr gefällt mir sehr gut. Ich glaube, der Gegner greift auch nicht so gut an, aber ist ja egal. Gegen den Spieler verteidigen wir es auf jeden Fall sehr gut. Schade. Hat er jetzt schon keinen Bock mehr, steht 1-0. Okay, also ja doch, das Spiel lenkt mich schon ab, muss ich sagen. Es ist ganz gut. Das ist ganz gut. Ist noch mal, ach, 0 mal geschossen, also hat sich auch angefühlt, also Gegner. So, mein Tee ist alle. Ich hoffe, der hilft. Wir haben auf jeden Fall. Noch ein trinken. Ah.
konzentrieren. Es ist halt echt doof, ne? Wir haben keinen einzigen Schuss zugelassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner auch in der zweiten Hälfte kein einziges Mal schießt, ist sehr gering. Und ein 1-0 ist immer ein schwieriges Ergebnis, aber in FIFA 18 ist es halt einfach nochmal viel, viel unangenehmer, nur 1-0 zu führen, weil Tor geschossen ist schnell mal, egal wie gut oder schlecht der Gegner ist. Der Gegner kann noch so schlecht sein. Ein Tor ist immer drin, ne? Deswegen brauchen wir das zweite. Schade. Ist denn das Volland? Ist es Volland, der hier vorne steht, oder ist es Ginter? Muss mal ein Tor mit ihm schießen, wenn wir das wissen. Oh, das war schlecht verteidigt von mir. Hat, glaube ich, langsam einfach keinen Bock mehr, oder? Wahrscheinlich, weil mein Spielstil ihn ziemlich nervt mit dem vielen Ballbesitz und dem Passen. Oh, das war ein geiler Schuss und Traoré hat sich dabei verletzt. Schade. Schade, dass der nicht reinging, der war echt gut. Das macht er leider gut. Habe ich es nicht gesagt? Habe ich es euch nicht gesagt? Egal wie, das war der erste Schuss von ihm. Egal wie scheiße jemand spielt, ein Tor ist leider immer drin. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr so gut verteidigt wie in der ersten Hälfte. Aber das war natürlich richtig scheiße, dass er jetzt mit einem einzigen Schuss dieses dreckige Tor macht. Konnte einfach nichts dagegen machen. Aber wie gesagt, ich verteidige auch gerade nicht so gut wie in der ersten Hälfte. Hat nicht den Ball rausbekommen, wir haben keinen einzigen Abschluss generiert dabei. Geiler Pass von Traoré, war ein normaler Pass, kein Laufpass. Jetzt verteidigen wir wieder gut.
Fällt mir gerade ein, wir könnten eigentlich mal Le Mans einwechseln. Das hat er leider gut antizipiert. Ich dachte, er geht jetzt einfach nur aggressiv auf meinen Spieler drauf. Das glaube ich, da muss wieder weniger reden. Schöner Schuss von Volland. Okay. Gnabry gefällt mir ganz gut. Nach wie vor. Deswegen nehme ich auch hier wieder Le Mans. Was war da? Ich glaube, da war Linksfuß. Ja, und nur zwei Sterne. Da passt es doch direkt. Da kann er schön in die Mitte ziehen. Oh nein, wie kann ich denn den daneben setzen? Scheiße. Den muss ich machen. 90. Oh, jetzt geht's gegen so einen Spieler auch noch in die Verlängerung. Es ist. Naja, wie gesagt, ich habe auch beim 1-1 nicht mehr so gut verteidigt. Von daher muss ich mir das wieder selber zuschreiben. Auch wenn es trotzdem glücklich war, dass er jetzt hier mit einem Schuss in die Verlängerung kommt. Und jetzt, ja, einfach in der Verlängerung halt das Tor schießen. Aber der Kopfball am Ende, der muss doch rein. Was ist denn das gewesen? Wollte ich es wohl zu genau machen oder lag es wirklich an der Kopfballgenauigkeit von Volland? Muriel, hat er den eingewechselt? Wahrscheinlich, oder? Lackertor, einfach nur Lackertor. Guckt euch bitte an, wo mein Spieler steht, als er sich dreht. Guckt euch bitte an. Na, zeigt das ja, zeigt. Na, zeigt nicht nochmal. Naja, könnt ja zurückgehen in der Timeline, dann seht ihr das ja. Absolut lächerliches Gegentor. Also da stand ich wirklich quasi im Ball drinne.
Oh, ich sehe mich das Spiel schon verlieren. Das ist dann die unverdienteste Niederlage, die ich bisher gehabt habe in FIFA 18. Das ist unglaublich. Das ist einfach nur unglaublich. Aber wir haben ja noch eine Halbzeit. Komm schon. Ach, so eine Scheiße. Mann, nutzt doch mal die Fehler der Gegner aus, oder mal auf, um den Ball so leicht wieder zu verlieren. Unglaublich. Unglaublich. Ich verliere das, ich sehe es kommen, ich verliere das. So unverdient. Dann wird sie da auch noch so. Ach so, das war eine Ecke, okay. Komm. Okay. Ich habe direkt auf Schießen gedrückt, er macht's nicht. So eine unverdiente Scheiße, ey. So eine unverdiente, dreckige. Egal, nächstes Spiel. Scheiß drauf. Herzlichen Glückwunsch. Unverdientester Sieg aller Zeiten in FIFA 18. Also jetzt für mich. Also ich habe nicht gewonnen, sondern unverdiente Niederlage. So ist es am besten gesagt. Oh, das kotzt mich an, ey. Guten so einen Spieler verlieren. Krass, krass, krass. Oh, Mann! Vor allem das Schlimme ist, klar, ich hab. Beim 1-0, das 2-1 ist mir eigentlich ziemlich egal. Das war auch absolutes mega krasses Glück. Aber ich habe beim 1-1 natürlich nicht mehr optimal verteidigt. Aber ich hatte keinen groben Schnitzer drin. Es war kein einziger grober Schnitzer drin. Im Gegenteil, ich habe gegen den Gegner in der ersten Hälfte nichts zugelassen. Null Schüsse. Ich habe generell extrem gut verteidigt. Er hat in der zweiten Hälfte nur einen einzigen Schuss abgegeben. In der zweiten, in der Verlängerung, als er das 2-1 schießt, stehe ich quasi auf dem Ball drauf und er schafft es trotzdem zu schießen. Das ist unglaublich. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso ich in so einem Spiel be bestraft werde, wo ich so extrem gut spiele. Einfach nur Wahnsinn. Das ist unglaublich. Und es ist scheißegal, weil ich kann das ja jetzt noch analysieren und mich drüber aufregen, wie ich will. Es ändert nichts. Es bleibt so, wie es ist. Doch immer noch zwei beschissene Siege, ey. Ich sehe mich wirklich hier am Ende mit 10 Siegen oder sowas rumgammeln und kein Gold 3 erreichen. Generell, dass ich mich zu Gold 3 schon so abkämpfen muss, ist schon der Wahnsinn. Egal, ich werde wieder ruhig sein, als ich in der ersten Hälfte relativ ruhig geblieben bin. Also gewesen bin, nichts weiter gesagt habe, da lief es am besten. Von daher, egal. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt auch alle Spieler auf der Bank? Ja, ich habe mal, oh, 3 Informs, ein Torhüter, aber gut, nur 80er Inform, da kann jetzt auch nicht so mega, mega krass sein. 82er, 84er Außenverteidiger, dann 87er Stürmer Cavani, aber auch zwei nicht seltene drin, aber insgesamt natürlich trotzdem ein gutes Team schon.
So konzentrieren, nicht so viel reden und mehr Tore machen. Ich habe ja auch 100 Mal aufs Tor geschossen. Es waren jetzt vielleicht nicht immer die absolut größten, es waren jetzt nicht immer 100%ige in dem letzten Spiel, aber es waren halt so viele Torchancen, dann hätte man echt mal ein, zwei machen können. Gerade auch der Kopfball mit Volland, das, naja. Ach so, habe ich jetzt eigentlich Icardi meinen Champions League Style gegeben? Nein, ich habe ihn nämlich Sniper gekauft und habe ihn ja noch nicht gegeben. Toll. Hoffentlich denke ich nach dem Spiel dran, ihm Sniper zu geben. Mustachio hat ja schon mal so ein schönes Distanztor geschossen als Innenverteidiger. Macht nichts, nehme auch die Ecke mit. Die Ecke, den Einwurf. Wirklich vorkommt, dann auch nicht. Das war ja auch scheiße. Muss doch wenigstens mal zum Abschluss kommen. Wieso gehen denn jetzt die Distanzschützen nicht mehr rein? Vor allem von den guten Distanzschützen. Was ist denn da los? Auf jeden Fall auch Probleme gegen meine Verteidigung, das gefällt mir. Brauche halt nur noch klarere Torschancen und die hätte ich eher passen müssen, mir den Ball nicht so ablaufen lassen.
Ah, schade. Also richtige Probleme im Mittelfeld. Abseits. Sollte nicht auf ihn gehen. Na gut, ich kann trotzdem wieder zufrieden sein. Der Gegner hat einmal geschossen, ich viermal. Waren halt auch viele Distanzschüsse bei mir. Leider gingen die nicht rein. So eine richtig klare Torschance habe ich mir noch nicht erspielt. Ich kenne das. Das erinnert mich wieder an dieses Problem aus, ich weiß nicht, ich glaube, es war FIFA 16, war das FIFA 17 schon? Ich glaube, es war FIFA 16, wo ich halt einfach in jedem Spiel, es kann auch FIFA 17 gewesen sein, in gefühlt jedem Spiel, auch was ich verloren hatte, halt viel häufiger als aufs Tor geschossen habe als der Gegner. Aber es waren halt immer nur solche blöden Halbchancen oder Drittelchancen, also vor allem halt Distanzschüsse und sowas, die halt einfach nicht so oft reingehen. Bis ich dann versucht habe, mehr durchzukombinieren und halt klarere Chancen rauszuspielen, dann ging es auch besser, aber. Man sagt ja jetzt. Ach ja, stimmt, ich habe ja jetzt Donnarumma drin. Man sagt ja jetzt eigentlich, dass hier in FIFA 18 das sehr einfach sein soll mit dem Tore schießen. Davon merke ich, wie gesagt, jetzt nichts mehr. Aber es ist halt auch große Varianten. Es gibt halt Spieler, da geht dann wieder jeder Treffer, jeder Schuss rein von den Dingern. Und dann gibt es wieder Spiele wie jetzt in letzter Zeit, wo einem einfach nichts geht. Von den Distanzschüssen. Schade. Ich spiele auch teilweise zu langsam momentan. Ich versuche es immer langsam. Man muss halt variieren im Tempo. Es muss auch teilweise Phasen geben, wo man sehr schnell spielt. Zumal, wenn man gut schnell spielt, ist es immer schwieriger, von Gegnern zu verteidigen, als ein langsames Aufbauspiel. Weil man sich da halt einfach nicht so schnell an die neue Gegebenheit anpassen kann. Haben wir Glück, dass das Ding nicht reingeht, gerade von Cavani geschossen. Schade. Hätte ich mich natürlich erst ausrichten müssen und dann passen, dann hatte ich Angst, dass dann die Situation vorbei ist. Ach du Gott, ach du Gott. Das habe ich gemeint, aber Icardi aus der Box, da dreht sich halt dann einfach und macht das Ding rein, ne? Das ist schon krass. Das macht er ja irgendwie gefühlt fast jedes Mal.
Aber das ist dann halt auch kein Distanzschuss mehr aus der Box, logischerweise. Ich frage mich echt, ab wann das so greift, die Werte, oder ob das wirklich so stufenweise geht, oder ob es da so ein ganz, so eine harte Linie geht, so von wegen, außerhalb des 16ers ist es ein Distanzschuss, da werden die Werte herangezogen. Aber gut, das wäre ziemlich stupide. Ich hoffe und denke, dass es wirklich so ist, dass das in Stufen geht. Je näher man am Tor ist, desto mehr greift dann eben der Abschlusswert. Und je weiter man vom Tor weg ist, desto mehr greift eben der Distanzschusswert. Also so macht es ja auch am meisten Sinn, aber gut, man weiß ja nie bei EA. Oh, er hat. Interessant. Und er gibt ihn mir direkt wieder. Fair, fair, finde ich gut. Auch einfach nur verdient, dass ich den Ball habe. Ah, er spielt Lemar fest, wie es aussieht. Schade, war sehr riskant. Sehr schön. Wichtig. Sinnlose Grätsche. Zu spät gepasst. Der Weg war frei. Das hat aber mal gut durchkommen. Aber sie sind wieder in der 90. wieder 0 gemerkt. Gar nicht gemerkt. Krass. 1-0. Was für ein Ergebnis. Aber die Defense hat mir jetzt in den letzten beiden Spielen echt gut gefallen. Nur halt die Offensive gar nicht. Ich meine, nur ein Tor schießen. What? Vor allem, wenn man dominiert. Hä? Das war klar. Die ziehen eigentlich immer alle wieder nach hinten in so einer Situation. Ja, gewonnen. Ich freue mich natürlich, auch wenn ich mich über meine Abschlusssituation ärgere, aber ist egal. Die Cardi macht schon wieder ein Tor. Und jetzt starten wir mal eine Serie. Jetzt gibt es direkt noch einen Sieg in Anschluss. Aber wir brauchen ja erstmal nur noch einen Sieg für die Qualifikation, also für Gold 3. Das wäre ja schon mal schön. Wie viele Spiele haben wir jetzt noch? Vier, ne? Das heißt, ich hoffe, dass ich noch einen bekomme, wenn wir theoretischerweise Gold 2 schaffen wollen würden. Dann müsste ich jetzt wirklich noch 3 Siege aus 4 Spielen und das schaffe ich natürlich nicht, das macht doch nichts. Donnarumma hat mir bisher ganz gut gefallen, kann jetzt wenig sagen. Mal gucken, wie es weitergeht. Zumal es ist ja halt nur ein 82er, Perin ein 83er. Ich werde mir dann auch irgendwann eine noch bessere Torhüter da holen, also müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, das ist schon nicht schlecht, wenn man in 1,96 Mann da stehen hat, der 88 Hechten und 88 Reflex hat. Oh, Donnarumma in Form, wie böse wäre das denn, ey? Wenn man sich dann überlegt, er würde mit bei Hechten und Reflexen meistens gibt's plus 3 in der Regel so, 2 oder 3 Punkte plus. Also 90, 91 Hechten oder Reflexe so ungefähr. Ballsicherheit dann über 80, Positionsspiel dann mindestens 80 oder über 80, also das wäre dann schon richtig krass. Da wäre dann wahrscheinlich auch ziemlich teuer als Inform.
So, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal und tschüss.